Buenas tardes, queridos amigos. Guten Abend, liebe Freunde, und willkommen auf der Zielgeraden der Reihe Grundlagen von Glaube und Wissenschaft. Heute beginnen wir unser letztes Modul Geologie und Paläontologie. Wir untersuchen, was uns Gesteine und Fossilien über die Ursprünge verraten. Geologie und Flut. Würde ich euch fragen, was ist der deutlichste geologische Beweis dafür, dass es eine universelle Flut gab, die die ganze Erde bedeckte, würden einige sicher antworten, das Vorhandensein von Fossilien von Meerestieren in den höchsten Bergen. Die Überreste von Meerestieren hoch oben auf den Bergen beweisen, dass die Sintflut, wie die Bibel sagt, die ganze Erde bedeckte. Das Wasser trug die Tiere dorthin, nicht wahr? Dieses Argument, das unumstößlich zu sein scheint, wurde von Kreationisten im 19. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts weit verbreitet. Leider muss ich euch sagen, dass dies nach heutigem Wissensstand kein Argument ist. Nicht einmal ein Beweis dafür, dass die Wasser die Flut die Berge bedeckten. Tatsache ist, dass die beiden Begriffe, Geologie und Flut, viel komplexer sind, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Daher empfehle ich euch, als Ergänzung zu diesem Vortrag einige Videos anzusehen, die euch Details vermitteln, auf die wir hier nicht eingehen können. Die Geologie ist die Wissenschaft, die die Erde studiert, und sie tut dies von der globalen Ebene, der Struktur des Planeten und seiner Funktionsweise bis zur Zusammensetzung der Mineralien und Gesteine, die die Erdkruste bilden. Das Geologiestudium dauert in Spanien 4 Jahre. Das heißt, ich kann heute nur eine sehr kurze Einführung in einige der geologischen Konzepte geben, die für die Thematik dieser Webinare relevant sind. Es sind hauptsächlich 2, die Struktur der Erde und die Gesteinsarten. Könnten wir die Erde in zwei Hälften schneiden, würden wir sehen, dass sie in konzentrischen Schichten aus verschiedenen Materialien angeordnet ist. Die äußere Schicht ist sehr dünn und wird Kruste genannt. Die zweite Schicht wird als Mantel und die innerste Schicht als Kern bezeichnet. Diese Schichten sind nicht statisch, sondern bewegen sich. Der Kern besteht aus Metallen wie Eisen und im äußeren Kern ist das Material geschmolzen und bewegt sich kontinuierlich in kreisförmigen Strömen. Dieses Eisen in Bewegung ist die Ursache für das Magnetfeld der Erde. Im oberen Teil des Mantels ist eine Schicht, die Asthenosphäre, die sich in einem fließenden Zustand befindet, also weder flüssig noch fest ist, sondern sich langsam wie ein dickes Gelee bewegen kann. Über die Asthenosphäre befindet sich eine Schicht aus hartem, starrem Stein, die aus der Kruste und einem Stück des Mantels besteht und Lithosphäre genannt wird. Die Lithosphäre ist keine uniforme Schicht, sondern sie setzt sich aus unterschiedlich großen Stücken, die sich wie ein Puzzle ineinander fügen. Wenn sich die Asthenosphäre bewegt, zieht sie die Lithosphäre über sich. Und es kommt vor, dass die Lithosphärenstücke aneinander reiben, kollidieren oder sich trennen und eine Lücke hinterlassen. Como
Dass sich die verschiedenen Teile der Lithosphäre in verschiedene Richtungen bewegen, kommt es vor, dass die Lithosphärenstücke aneinander reiben, kollidieren oder sich trennen und eine Lücke hinterlassen. Diese Stücke der Lithosphäre sind das, was Geologen als tektonische Platten bezeichnen. Deren Untersuchung wird Plattentektonik genannt. Wenn wir von Plattentektonik sprechen, meinen wir damit riesige Blöcke der Erdoberfläche, die manchmal ganze Ozeane oder Kontinente umfassen. Und so hat das Zusammenstoßen eines Kontinents mit einem anderen sehr wichtige geologische Konsequenzen. Das ist eine relativ junge Theorie. Vor den 1960er Jahren galten die Kontinente als fest und unbeweglich. Aber seitdem die Wissenschaftler erkannt haben, dass die Oberfläche des Planeten dynamisch ist, werden viele der geologischen Strukturen, die wir beobachten, als riesige Narben auf der Erde betrachtet, die durch die Wechselwirkungen zwischen tektonischen Platten entstehen. Zum Beispiel, Island liegt an der Grenze zwischen zwei riesigen Platten, die sich auseinanderziehen, und die Lücke zwischen ihnen führt dazu, dass Material aus dem Erdmantel an die Oberfläche steigt und einen riesigen Vulkan bildet, der mitten durch den Atlantischen Ozean verläuft. Island ist Teil des Vulkans, der sehr groß geworden ist und über den Meeresspiegel herausragt. Die San Andreas-Verwerfung in Kalifornien markiert die Grenze zwischen zwei Platten, die sich in unterschiedliche Richtungen bewegen und deren Reibung Erdbeben in der Gegend verursacht. Und das Himalaya-Gebirge ist das Ergebnis des Zusammenstoßes zwischen Indien und Asien. Wir können sagen, dass sich um die Falten handelt, die durch die Kollision zwischen den beiden Landmassen entstanden sind. So betrachtet, bedeutet der Fund von Meeresfossilien hoch im Himalaya nicht, dass Everest einmal vom Flutwasser bedeckt war. Hier sehen wir diese Kollision der Landmassen. So betrachtet bedeutet der Fund von Meeresfossilien hoch im Himalaya nicht, dass der Everest einmal vom Flutwasser bedeckt war. Die aktuelle Erklärung, über die sich sowohl Evolutionsgeologen als auch Kreationisten einig sind, ist, dass beim Zusammenstoß von Indien und Südasien Materialien vom Meeresboden, der die beiden Kontinente trennte, während der Kollision nach oben gedrückt und angehoben wurden. Wie ich bereits sagte, ist dieses Thema kompliziert. Für eine ausführlichere Erklärung empfehle ich diesen Vortrag von Dr. Ronnie Nalin, Geologe und Direktor des Geoscience Research Institute, warum wir uns über die Felsen Gedanken machen sollten. Gesteine auf der Erdoberfläche und auf dem Meeresboden lassen sich in drei Gruppen unterteilen. Sedimentgesteine setzen sich aus Bruchstücken anderer Gesteine zusammen. Magmatische Gesteine entstehen durch sehr heißes geschmolzenes Gestein wie Lava, das abgekühlt und erstarrt ist. Und metamorphe Gesteine entstehen aus anderen Gesteinen, die einem Druck- und Temperaturanstieg unterworfen wurden, der ihre Eigenschaften verändert hat, ohne sie jedoch zu schmelzen. Mit Gesteinen verhält es sich wie mit Kontinenten. Sie mögen uns sehr stabil und unveränderlich erscheinen, aber in Wirklichkeit sind auch die Gesteine der Erde dynamisch. Ein Gestein kann zerbrechen, auseinanderfallen oder schmelzen und schließlich Teil eines anderen Gesteins werden.
Normalerweise laufen diese Prozesse sehr langsam ab und wir bemerken sie kaum. Aber unter bestimmten Umständen, wie zum Beispiel bei einem Vulkanausbruch, kann ein Gestein sehr schnell geformt, zerstört oder verändert werden. Gesteine, die uns am meisten interessieren, sind Sedimentgesteine. Wir haben gesagt, dass sie aus Bruchstücken anderer Gesteine gebildet werden. Gesteine an der Erdoberfläche sind Witterungseinflüssen wie Regen, Schnee, Wind oder Temperaturschwankungen ausgesetzt, die sie erodieren. Sie werden also in kleine Stücke gebrochen. Diese Stücke können durch Wind oder Wasser in ein anderes Gebiet transportiert werden. Verliert der Wind oder der Fluss an Geschwindigkeit, werden sie abgelagert und sammeln sich an, normalerweise am Grund von Seen oder Meeren. Durch das Gewicht mehrerer übereinander liegender Sedimentschichten wird das Wasser herausgedrückt und die Gesteinsbrocken werden verdichtet. Es kann dann zu chemischen Reaktionen kommen, die bewirken, dass einige im Wasser gelöste Stoffe zwischen den Sedimenten ausfallen und sie wie Zement zusammenkleben. Diese Prozesse der Verdichtung und Zementierung verwandeln die lockeren Sedimente schließlich in Sedimentgesteine. Abhängig von der Art der Fragmente die einen heißen Sandsteine, die aus abgerundeten Kieseln bestehen, werden Konglomerate genannt. Und diejenigen, die aus Kieseln mit scharfen Kanten bestehen, werden Brekzien genannt. Es gibt viele andere von Sedimentgestein, aber das Wichtigste ist, dass die Bestandteile von Sedimentgestein uns Informationen darüber geben, wie und wo sie entstanden sind. Wind hat eine geringere Kraft als Wasser, daher sind windgetragene Sedimente kleiner und leichter als wassergetragene Sedimente. Konglomerate, die abgerundete Fragmente aufweisen, verraten uns, dass diese Fragmente über eine lange Zeit transportiert und die Kiesel dabei abgerundet wurden. Je nach Art des Zements können wir erkennen, ob das Gestein in Süß- oder Salzwasser entstanden sind und ob es in tiefem oder flachem Wasser vorkamen. Eine weitere enorm wichtige Sache über die Sedimentgesteine ist, dass sie die Gesteine sind, die Fossilien enthalten. Ausnahmsweise können wir Fossilien in einigen magmatischen oder metamorphen Gesteinen finden, aber die überwiegende Mehrheit wird in Sedimentgesteinen gefunden. Nächste Woche werden wir über die Fossilien sprechen. Aber wie können wir Sedimentgesteine unterscheiden? Eines der Merkmale, die uns helfen, sie zu identifizieren, ist das Vorhandensein von Schichten. Wenn ihr viele verschiedenfarbige Schichten auf einem Berg oder in einem Straßeneinschnitt seht, sind das Sedimentgesteine. Wir kommen in Kürze darauf zurück. Soweit unsere kurze Einführung in die Geologie. Jetzt werden wir über die Sintflut sprechen. Wie so oft sind die Informationen, die uns die Bibel gibt, recht knapp gehalten. Alle Brunnen der großen Tiefe brachen auf und die Wasserfälle des Himmels taten sich auf und es regnete 40 Tage und 40 Nächte auf die Erde. Aus diesen und ein paar anderen Sätzen stellt sich jeder die biblische Flut anders vor. Die Kinderbibeln beschreiben die Flut einfach als einen langen Regen. Wir erinnern uns daran, wie die Arche in den Wellen schaukelt und die Tiere sich aus den Fenstern lehnen und sich wünschen, dass es aufhört zu regnen, damit sie herausgehen und rennen können. Viele Erwachsene stellen sich die biblische Flut ähnlich vor. Ein starker Sturm, dazu Wasserstrahlen, die aus dem Inneren der Erde oder vom Meeresgrund in Form von Geysiren kommen.
40 Tage lang anhaltende, sintflutartige Regenfälle, die den Pegel der Ozeane ansteigen ließen, bis sie das ganze Land bedeckten und alle Menschen und Tiere außerhalb der Arche töteten. Und ein paar Monate später der umgekehrte Prozess, eine fortschreitende Absenkung des Wasserstands, die eine desolate Erde freilegte. Aber laut kreationistischen Geologen ist das nicht das, was passiert ist. Obwohl wir nicht alle Antworten haben, legen die Daten aus Geologie und Paläontologie nahe, was während der biblischen Flut geschah, war viel gewaltiger und erschreckender. Zunächst einmal sind die meisten Gesteine, die man heute auf den Kontinenten findet, Sedimentgesteine, die in mariner Umgebung abgelagert wurden, während die Gesteine auf dem Meeresboden jüngere vulkanische Gesteine sind. Das bedeutet, dass während der Sintflut die Oberfläche der Erde ihre Konfiguration komplett verändert hat. Wo früher die Meere waren, sind jetzt die Kontinente. Die Wasserströmungen waren so gewaltig, dass sie das gesamte aufgetauchte Land erodierten und das Material auf dem Meeresgrund schleppten und Sedimentgestein bildeten, das sich später wahrscheinlich durch tektonische Prozesse erhob und neue Kontinente bildete. Dies wurde von fallenden Meteoriten begleitet, deren Überreste wir in den Felsen finden. Wir wissen nicht, wie die Kontinente vor der Sintflut aussahen, auch nicht, ob die Oberfläche damals schon in Platten zerbrochen war, aber wir glauben, dass viele der Plattenbewegungen, die wir zuvor erwähnt haben, mit großer Geschwindigkeit während des Jahres der Sintflut und in der Zeit unmittelbar danach auftraten. So könnte es gewesen sein, diese Plattenbewegungen. Bis zur heutigen Konfiguration. Wir glauben, dass viele dieser Bewegungen sehr schnell stattfanden. Und sie Gebirgszüge schufen, Tsunamis verursachten und Vulkanausbrüche auf der ganzen Welt auslösten, die die Atmosphäre mit Asche füllten und eine Eiszeit nach der Sintflut auslösten. Wir haben nicht die Zeit, dies im Detail zu erklären, daher empfehle ich euch, diesen kurzen Vortrag von Dr. Leonard Brandt, den er auf dem Europäischen Kongress für Glauben und Wissenschaft im Sommer 2019 gehalten hat. Der Titel lautete, was geschah während der Sintflut? Die Referenten dieses Kongresses waren übrigens christliche Spezialisten für Glaubens- und Wissenschaftsthemen aus den Bereichen Theologie, Biologie, Geologie und Paläontologie. Hope Media Spanien hat alle Präsentationen aufgezeichnet, bearbeitet und übersetzt, sodass sie in Spanisch und Englisch für alle Interessierten zur Verfügung stehen. Die Links findet ihr im Dokument Zusatzmaterialien und Ressourcen. Es ist ein akademisches, hohes Niveau, aber recht verständlich. In seinem Vortrag wiederholt Leonard mehrmals: Wir haben nie eine globale Flut gesehen und wissen daher nicht, wie genau unsere Modelle sind. Aber eine Menge Daten deuten darauf hin, dass die Erde durch ein gewaltiges Ereignis komplett verändert wurde. Wenn wir diese Art von geologischen Strukturen in den Bergen sehen, müssen wir bedenken, dass diese Sedimentgesteine in den tieferen Regionen der Erde entstanden sind, normalerweise am Meeresboden, und dass die Schichten horizontal abgelagert wurden. Durch ein gewaltiges Ereignis wurden Millionen von Tonnen Gestein dorthin gehoben und dann gekippt, wo wir sie heute finden. An anderen Stellen, wie zum Beispiel im Grand Canyon des Colorado,
sehen wir überlappende Schichten auf beiden Seiten des Canyons. Wir müssen daher annehmen, dass es sich um zusammenhängende Schichten handelte, bevor ein gewaltiges Ereignis sie in ein Loch von 6 bis 30 Kilometer Breite, einer durchschnittlichen Tiefe von 800 Metern und fast 500 Kilometer Länge schnitt. Herkömmliche Langzeitmodelle glauben, der Canyon sei über Millionen von Jahren langsam vom Colorado River ausgehöhlt. Wir glauben aber, dass es die mächtigen Abflussströmungen am Ende der Sintflut waren, die in kurzer Zeit Millionen von Tonnen Material herausgerissen und den Canyon geschaffen haben. Wer hat recht? Wie früher erwähnt, können dieselben Daten je nach Weltanschauung der Forscher unterschiedlich interpretiert werden. Das bedeutet aber nicht, dass alle Interpretationen möglich oder gleichwertig seien. Um ein Modell zu verteidigen, müssen wir solide Daten haben, die es unterstützen. Ich möchte den letzten Teil unseres heutigen Vortrags dazu nutzen, euch einige der Daten aus der Geologie zu nennen, die mit dem biblischen Bericht einer globalen Flut übereinstimmen. Das ist als erstes das Vorhandensein von Sedimentgesteinen, die sich horizontal über Tausende von Quadratkilometern erstrecken. Auf dem obigen Foto des Grand Canyon könnt ihr die Schichten von Sedimentgesteinen sehen, die seine Wände bilden. Die meisten von ihnen setzen sich über Hunderte von Kilometern und über mehrere US-Bundesstaaten fort. Wenn wir uns vom Grand Canyon entfernen, kommen andere Schichten oben zum Vorschein, die Klippen in unterschiedlichen Höhen bilden, weshalb diese Struktur auch die große Treppe genannt wird. Wenn ihr auf diesem Diagramm links den Grand Canyon betrachtet, bekommt ihr eine Vorstellung von den enormen Dimensionen dieser Struktur. Wir haben bereits gesagt, dass Sedimentgesteine Schichten haben. Diese Schichten entstehen, wenn Wind oder Wasser erodiertes Material transportiert und in einem niedrigen Bereich ablagert, wo es verdichtet und zu Gestein zementiert wird. Welches atmosphärische Phänomen könnte genug Material tragen und ablagern, um ein Gebiet von Tausenden von Quadratkilometern zu bedecken, das sich über mehrere Staaten erstreckt? So etwas gibt es heute nicht mehr. Es gibt keinen Fluss auf der Welt, keine Meeresströmung, die zu so etwas in der Lage wäre. Folgendes Zitat über die Schichten der großen Treppe stammt nicht aus einem kreationistischen Buch, sondern aus einer herkömmlichen Geologiefachzeitschrift. Die Schichten können Flächen von Hunderten bis Tausenden von Quadratkilometern bedecken, gerade weil sie die Urkunde für wahrhaft unermessliche Ereignisse sind. Es handelt sich in vielen Fällen um Prozesse, die in modernen Umgebungen nicht beobachtet wurden oder nicht beobachtet werden können. Das sind extreme Ereignisse mit Ausmaßen, die so groß und verheerend sind, dass sie wissenschaftlich nicht beobachtet wurden und wahrscheinlich auch nicht beobachtet werden können. Ja, ich weiß nicht, was ihr denkt, aber für mich passt diese Art von Ausdrücken wirklich: unverhältnismäßige Ereignisse, extreme Ereignisse, große und verheerende Ausmaße ganz gut zur biblischen Flut. Der erste Beleg für die biblische Flut ist also die enorme Größe der Prozesse, die notwendig sind, um diese Strukturen zu bilden. Wie steht es um die Zeit? Gibt es Daten, die dafür sprechen, dass die Sedimentschichten, die den Grand Canyon bilden, schnell abgelagert wurden, wie es während der Sintflut der Fall gewesen wäre? Oder unterstützen die Daten die These, dass sie langsam über Millionen von Jahren abgelagert wurden? Wir versuchen, das Thema Datierungen in den letzten Abenden kurz zu behandeln. Ihr habt sicher von der radiometrischen Datierung gehört. Diese Methode basiert auf der Messung der radioaktiven Elemente, die in einem
einigen Gesteinen gefunden werden. Wendet man diese Datierungsmethode auf die Schichten des Grand Canyon an, so liegen die Ereignisse im Bereich von Millionen von Jahren, was die herkömmliche Theorie des hohen Alters zu begünstigen scheint. Einige dieser Ergebnisse sind jedoch sehr kurios. An manchen Stellen ergeben zwei übereinander liegende Schichten sehr unterschiedliche Datierungen, die mehrere Millionen Jahre auseinander liegen. Manchmal beträgt die Lücke bis zu 100 Millionen Jahre. Das bedeutet, dass nach der Ablagerung der ersten Schicht Millionen von Jahren vergingen, bevor die nächste Schicht abgelagert wurde. Oder aber es wurden andere Schichten über der ersten abgelagert und dann über Millionen von Jahren erodiert. Und dann wurde die oberste Schicht, die wir heute sehen, abgelagert. Das Kuriose daran ist, dass die Grenze zwischen den beiden Schichten, die angeblich durch Millionen von Jahren getrennt sind, eine flache, horizontale Fläche ohne Anzeichen von Erosion ist. Das ist wirklich seltsam. Wenn wir die Oberfläche der Erde heute betrachten, sehen wir, dass sie Berge, Täler, Flüsse, hohe und niedrige Zonen hat. Wie ist es möglich, dass die obere Fläche einer Sedimentschicht über Millionen von Jahren flach und unverändert blieb, ohne dass sich etwas ablagerte oder erodierte? Oder dass es zwar Ablagerungs- und Erosionsprozesse gab, diese aber keine Spuren hinterlassen haben? Die logische Antwort ist, dass die beiden Schichten schnell nacheinander abgelagert wurden und dass etwas bei den Datierungsergebnissen nicht stimmt. Diese vermeintlichen Lücken von Millionen von Jahren zwischen den Schichten kommen an vielen Stellen im Grand Canyon und anderswo auf der Welt vor. Aber wenn wir uns die Abfolge der Schichten ansehen, finden wir keine Anzeichen von Erosion zwischen ihnen, was darauf hindeutet, dass sie schnell nacheinander abgelagert wurden. In kürzer Zeit. Leonard Brandt wiederholt in seinem Vortrag eine Aussage, der ich voll zustimme. Kreationistische Wissenschaftler haben einen Vorteil gegenüber Evolutionswissenschaftlern, weil wir gezwungen sind, deren Position und Argumente genauso gut zu kennen wie unsere eigenen. Das gibt uns eine breitere Sichtweise. Das Einbeziehen von Möglichkeiten, die sie nie in Betracht ziehen würden, lässt uns Dinge sehen, die sie nicht sehen, und liefert Forschungsideen, an die sie nie denken würden, weil sie nicht in ihren Paradigmenrahmen passen. Leonard hat dies oft in seiner eigenen Forschung angewendet und war damit erfolgreich. Zum Schluss erzähle ich euch von zwei Studien, die aus seinem Glauben an die Sintflut entstanden sind. Die erste hängt mit dem zusammen, was wir gerade über die Ablagerungsrate von Schichten in Sedimentgesteinen besprochen haben. Sicher habt ihr bei Ebbe am Strand viele kleine Tiere wie Krebse und Würmer gesehen, die Löcher in den nassen Sand graben. Dies geschieht auch am Grund von Seen und Meeren. Bodentiere graben ständig im Sediment in den oberen 20 bis 30 cm und noch tiefer. Unter normalen Bedingungen beträgt die Menge an Sediment, die durch die Flüsse ins Meer gelangt, nur wenige Zentimeter pro Jahr, sodass die Aktivität der kleinen Tiere, die gerade eingespülte Materialien mit dem vorherigen vermischt und so verhindert, dass man die unterschiedlichen Schichten auseinanderhalten kann. Es gibt einige Sedimentgesteine, die wie dieses, in denen die Löcher und Höhlen markiert wurden. Dies nennen Geologen Bioturbation. Leonard Brandt beschloss, die Literatur über Bioturbation zu sichten und zu berechnen, wie viel Prozent der Sedimentgesteine auf der Welt Anzeichen biologischer Aktivität aufweisen. Wenn, wie die konventionelle Theorie besagt, Sedimentgesteine allmählich über Millionen von Jahren entstanden sind, sollte es viele Gesteine mit Anzeichen von Bioturbation geben und wenige Gesteine wie dieses hier mit ausgeprägten dünnen Schichten.
Die einzige Möglichkeit zur Konservierung dieser dünnen Schichten besteht darin, dass sich die Schichten schnell übereinander ablagern, sodass sich in kurzer Zeit eine ganze Sequenz bildet und ausreichend vergraben wird. Die Ergebnisse von Leonards Studie stimmen mit den Erwartungen des Sintflutmodells überein. Die überwiegende Mehrheit der Sedimentgesteine weist gut differenzierte Schichten auf, was auf eine schnelle Ablagerung hindeutet. Die zweite Studie ist ein Geniestreich. Eine Vorortrecherche war nicht nötig. Leonard Brandt und Arthur Chadwick führten sie von ihren Büros aus. Um das zu erklären, muss ich euch sagen, was Paläoströme sind. Wir haben bereits gesagt, dass Sedimentgesteine uns Informationen über die Umgebung geben, in der sie entstanden sind. Manchmal haben Sedimentgesteine, die unter Wasser gebildet wurden, Riffelungen an ihrer Oberfläche. Diese Wellen bildeten sich, weil das Wasser über den Sedimenten in Bewegung war. Das heißt, es gab eine Strömung. Und diese Strömung wird, weil sie uralt ist, Paläostrom genannt. Wenn ein Geologe seine Studien über die Gesteine eines bestimmten Gebietes veröffentlicht und dabei Paläostromspuren findet, gibt er normalerweise auch Auskunft über die Strömungsrichtung. Leonard und Arthur gingen alle veröffentlichten Arbeiten durch, die sich mit Paläostrommarkierungen in Gesteinen in den Vereinigten Staaten befassten, stellten alle Informationen zusammen und packten sie in eine Datenbank. Warum haben sie das getan? Für säkulare Geologen waren die an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten auf den Felsen markierten Ströme unabhängige Phänomene. Das eine sei ein Fluss, das andere eine Unterwasserströmung in einem See. Aber es machte keinen Sinn, sie miteinander zu vergleichen. Denn für sie hatten diese Phänomene nichts miteinander zu tun. Aber Leonard und Arthur, die an die biblische Flut glauben, dachten, dass vielleicht viele dieser Ströme Ergebnisse desselben Ereignisses waren, der Flut, und dass sie vielleicht ein Muster finden würden, wenn sie sie verglichen. Und was war das Ergebnis? Die Erfassung der Richtungen der auf den Felsen markierten Ströme in der Datenbank ergab ein allgemeines Muster, das sich über die gesamten Vereinigten Staaten erstreckte und sich mit dem Aufstieg in der geologischen Säule veränderte. In den tieferen Sedimentgesteinen, die den frühen Stadien der Sintflut entsprechen würden, zeigten die Strömungen Wasser, das in den Kontinent eindrang und in der Mitte eine Art Wirbel bildete. Weiter oben, also später in der Sintflut, floss das Wasser aus den sich bildenden Gebirgszügen heraus. In den höheren Schichten der geologischen Säule schließlich, die nach unserem Modell nach der Flut abgelagert worden wären, gab es kein allgemeines Muster mehr, sondern jeder Strom war unabhängig von den anderen. Wie gesagt, ich halte diese Studie für genial. Und noch eins, sie ist so gut gemacht, dass sie zur Veröffentlichung in der Zeitschrift Nature angenommen wurde. Aber seltsamerweise dürfen sie nur die Datenbank veröffentlichen, ohne die Grafiken, die eine grafische Darstellung der gleichen Daten sind. Warum? Die Antwort überlasse ich euch. Wir brauchen also keine antiquierten Argumente wie Meeresfossilien in den Bergen, um das Flutgeschehen zu untermauern. Es gibt viele Beweise aus aktuellen Studien, die mit dem biblischen Bericht übereinstimmen. Aber ich erinnere euch daran, dass wir nicht versuchen, die Bibel zu beweisen. Die Bibel hat ihre eigene Autorität, die nicht dem unterworfen ist, was die Wissenschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte sagt. Das ist noch nicht alles. Es gibt weitere Nachweise aus der Paläontologie, die wir nächste Woche behandeln werden.
Fossilien sind ein spannendes, aber sehr breites Feld. Weil ich euch in kurzer Zeit sehr viel erzählen werde, wäre es vom Vorteil, wenn ihr zur Vorbereitung zwei Vorträge über Fossilien lesen würdet. Sie wurden beim Europäischen Kongress für Glaubenswissenschaft gehalten. Die Titel lauten Inspektor Gadget geht in die Leichenhalle von Dr. Ronny Nalin und Würdest du dich gern in ein Fossil verwandeln? Von Dr. Raul Esperante. Die Links findet ihr im Chat und auch in der Google Docs Liste. Sie sind im Englisch und Spanisch verfügbar. Hier sind die Links jetzt im Chat. So viel zum heutigen Thema. Bis nächste Woche mit dem Thema: Was erzählen uns die Fossilien?